Falls ihr euch noch erinnert, ich habe im Januar angekündigt, dass ich einen Monat lang Clean Eating machen möchte. Und heute möchte ich euch erzählen, warum das katastrophal in die Hose gegangen ist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Pflanzenhunger.de. Der Januar war für mich voll mit sehr, sehr viel Arbeit, viel Stress, viel neuen Informationen, vielen neuen Projekten und dementsprechend sah meine Ernährung auch aus. Das heißt, es gab erstmal sehr, sehr, sehr viel Kaffee, dann gab es mehrfach Pizza, Burger, ganz viel schnelles Essen und jede Menge Nervennahrung, Kuchen, Kaffee, Schokolade, Kekse. Also quasi das absolute Gegenteil von Clean Eating. Es ist nicht alles komplett katastrophal gelaufen, so habe ich schon geguckt, dass ich zum Beispiel, wenn ich Kekse gebacken habe, meine zuckerfreien Kekse gemacht habe. Ich verlinke euch hier nochmal das Video. Die sind ja quasi gesund. Gut, man sollte sie wahrscheinlich nicht in der Masse essen, in der ich sie im Januar gegessen habe, aber immerhin waren es jetzt keine ganz normalen, stinknormalen Weißmehl-Zuckerkekse. Außerdem ist mein Fastfood zum Teil relativ gesund ausgefallen. Zum Beispiel habe ich Käsenudeln gemacht. Eigentlich totales Soulfood, aber ich habe das auf Cashew-Basis gemacht mit ganz viel Gemüse drin. Und das war nicht nur ziemlich lecker, sondern auch eigentlich ziemlich gesund. Was auch ganz gut geklappt hat, war mein Essen nach Plan. Ich habe ja gesagt, ich plane mein Essen ein bisschen mit, ich das A, gesünder gestalten kann und B, ein bisschen weniger Stress drin ist. Und das hat wirklich ganz gut geklappt und da freue ich mich auch drüber. Ich bin sogar ein bisschen gelaufen im Januar. Ich habe so eine tolle App, die heißt Zombies Run. Das ist so eine Art Hörspiel, wo man, wenn man da zuhört, von Zombies verfolgt wird, was das Laufen sehr interessant gestaltet. Und es ist erschreckend motivierend, wenn man hinter sich so Zombie-Geräusche hört. Dann läuft man tatsächlich schneller. da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das habe ich nicht so regelmäßig gemacht, wie ich es gerne gemacht hätte. Aber immerhin habe ich ein bisschen was gemacht. Warum ist das also so fürchterlich schiefgelaufen im Januar? Das hat meiner Meinung nach den einfachen Grund, dass ich relativ viel Stress hatte und deswegen einfach wenig Zeit und Lust, mich mit Clean Eating zu befassen und dem so den Platz einzuräumen im Alltag, den es eigentlich braucht, wenn man das am Anfang umsetzen möchte. Und bei mir ist es immer so, wenn ich viel Stress habe, dann esse ich sehr, sehr schnell viel ungesunde Sachen, weil das für mich einfach den Stress auf irgendeine Art und Weise reduziert und dann kann es mal sehr schnell passieren, dass es ein bisschen ungesünder wird. Der viele Kaffee ist was, was ich auch absolut liebe und auf gar keinen Fall reduzieren möchte. Irgendwer hat mal gesagt, dass Kaffee die schönste Sucht ist und dem kann ich mich einfach nur anschließen. Ich liebe es, morgens aufwachen und zu denken so, jetzt erstmal einen Kaffee, oh, großartig. Ich habe letztens noch irgendwie einen Artikel gelesen, so von wegen 20 Sachen, mit denen man Kaffee ersetzen kann, wo ich dachte so, warum ersetzen? Es ist perfekt. Zu guter Letzt habe ich mich nicht so doll mit Clean Eating befasst, weil ich keine Lust hatte auf dieses schlechte Gewissen, so von wegen, und jetzt hat es schon wieder nicht geklappt und eigentlich hättest du und du solltest und deswegen habe ich das einfach so ein bisschen vergessen und nach hinten geschoben und habe gesagt so, komm Sarah, du kannst nicht immer perfekt sein und du kannst auch nicht immer perfekt essen und das ist auch okay. Dann hat man mal ein bisschen mehr Stress und dann klappt es mal nicht so gut und dann klappt es im nächsten Monat auch mal wieder besser. So ist das Leben. Und ich finde, man sollte sich auch mit gesunder Ernährung nicht so unter Druck setzen. Der Sinn der Sache ist ja, dass es einem damit besser geht. Und wenn man das Gefühl hat, die gesunde Ernährung, Clean Eating oder wie auch immer man das nennen möchte, ist ein Grund, dass es einem schlechter geht oder man mehr Stress hat, dann sollte man sich überlegen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Wie ist euer Januar 2016 gelaufen? Habt ihr irgendwelche Vorsätze umgesetzt oder habt ihr das von vornherein ausgeschlossen, dass ihr welche habt? Ihr hattet ja letztes Mal kommentiert und ein paar Leute hatten ja Vorsätze. Wie ist das gelaufen? Hat es bei euch besser geklappt als bei mir? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Und es würde mich natürlich auch interessieren, macht ihr Clean Eating? Guckt ihr, dass ihr euch besonders gesund ernährt oder seid ihr eher so Pudding- und Fastfood-Veganer? Würde mich mal sehr interessieren, was für Leute hier zuschauen. Also kommentiert mal unten und lasst mir mal Einblick in euren Kühlschrank. Gesund oder eher nicht so? Oder ist das bei euch auch so phasenweise, je nachdem wie viel Stress ihr habt? So, das war mein Update-Beichte zum Thema Clean Eating. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin füttert euren Pflanzenhunger.